Hallo und herzlich willkommen zurück zu Arcania Fall of Zetarif. Und wisst ihr, was das Schönste an Arcania ist? Also an der Erweiterung von Arcania? Man hat gar nicht, also mir jedenfalls so, man hat gar nicht so riesig Bock drauf. Ne, weil ich habe ja gerade auch Arcania sozusagen insgesamt durchgespielt. Kann man die Dinger eigentlich einsammeln? Ja. Schwefel, so, das soll Schwefel darstellen. Alles klar, also für mich sieht Schwefel ein bisschen anders aus. Aber was soll's, wir nehmen mal mit, Freunde. Und wenn ihr halt gerade Arcania so durchgespielt habt... noch jemand? Nee. Und ihr dann die Erweiterung zockt, die sich ja im Grunde genommen nicht wirklich von dem Hauptspiel abgrenzt. Ich denke, das gleich nochmal. Ach, die wollen wieder eine Sonderbehandlung. Willst du auch eine Sonderbehandlung? Nee. Ey, bleib mal hier! Ja, die zu deinen Brüdern oder was hier eigentlich? Oh, wir haben auch ordentlich was zu tun hier in der Höhle. Dann ist es halt so, ne, man denkt irgendwie, man spielt eigentlich die ganze Zeit das gleiche Spiel. Und, müsst ihr irgendwas? Ne, nur Lava. Und das Problem ist halt einfach, ihr seht es ja auch selbst bei Arcania, es ist halt kein Gothic, ne? Es ist halt irgendwie nicht so richtig fordernd oder so. Es ist halt irgendwie immer auch dasselbe. Man kann da nicht wirklich groß variieren, vor allen Dingen nicht bei der Skillung. Also wir hätten uns natürlich jetzt einen neuen Charakter machen können. Aber wir hatten darauf Bock. So, Arschloch. Du hättest mal ein beschissenes Schild machen können, du Idiot. Zack. So, nicht runterfallen. Wäre total geil. Au. Wir brennen. Alter, wie viele Leute haben wir hier angelockt gleichzeitig, ey? Oh Gott, wo hast du denn jetzt hier, mein Junge? Da stand ich vor 20 Sekunden oder so. Alter Schwede, Jungs, ne? Also die Skelette sind auf jeden Fall nicht die schnellsten, nicht die hellsten Leuchten in der, im Kronleuchter. Aber egal, nimm mal mit. Und jetzt Waffen, die wir hier wahrscheinlich wieder kriegen, sind alle wieder für den Arsch. Ah, was soll's. So, irgendwo konnten wir gerade hier rüberspringen und uns in eine Truhe holen. Da hinten war das. Dann werde ich den Sprung nicht verkacke, du. Easy. Easy. So, haben wir was Cooles gefunden? Nee. Gut, dann zieh ich weiter. Nee, und das Schönste an Arcania ist, ihr macht das Ding an. Und wie gesagt, eine der Haupt-Pluspunkte von Arcania und deren Erweiterung ist halt die Musik. Und wenn die Musik halt im Menü kommt und dann auch im Ladescreen, dann habt ihr, also es geht jedenfalls mir so, ne? Ich kann nur für mich reden. Dann habe ich irgendwie wieder Bock drauf. Ja, einer verpisst sich schon mal, der macht schon mal richtig. Junge, hätte sich auch verpissen sollen. Hör auf damit. Junge, hör auf, in die Flamme umzuwirbeln, ne? Fertig, Junge. Ach, der blockt jetzt auch neuerdings. Ja, zum Glück machen wir Feuerschaden. Weg. Ja. Ja, Stufenaufstieg. Klar, nimm mal, Jungs. Ja, was machen wir denn? Also, wir haben ja überlegt letztes Mal, ne? Machen wir irgendwie mehr auf Nahkampfangriff? Machen wir mehr auf Mana? Mana, also das macht... Also, Scharfsinn, Präzision sozusagen hier insgesamt, das macht keinen Sinn, Freunde, ne? Weil hier würden wir Fernkampfkraft und Mana kriegen. Und das können wir auch hier machen. Da kriegen wir auch mal die Kraft dazu. Zum Beispiel, also mit Imbus oder Gleichmut. Und wir kriegen... noch einen neuen Spruch dazu, den wir aber nicht brauchen. Die Sache ist halt die, wir könnten Heimlichkeit machen, um Lebenspunkte zu erhöhen, oder halt im Endeffekt Kampfgeist, um mehr Nahkampfangriff zu machen. Und ich entscheide mich einfach mal für die offensivere Taktik und ein bisschen mehr Schaden, Freunde. Ne, damit wir auch mal, damit die Gegner auch mal eine Chance haben, uns umzubringen. Wenn wir jetzt noch mehr auf Leben gehen, weiß ich nicht. Ne, dann wird es vielleicht wirklich irgendwie so langweilig, dass sie gar keine Chance mehr gegen uns haben. Also, dass sie uns einfach nicht mehr tot kriegen. Und so soll es ja nicht sein, Freunde. Soll ja ein bisschen spannend bleiben, ja? So, hi. Grußgebundener Ritter. Und wie gesagt, die Musik, das ist für mich eins der, mit der Grafik zusammen, also jetzt außer natürlich die paar Grafik-Bugs, ist es für mich eins der wichtigsten Sachen. Hier ist niemand, okay. Was haben wir noch? Was war das denn? Ah, Jungs, wir haben neue Heiltränke. 600 Leben nehmen die. Fett. Oh, hi. Hasse ich. Hasse ich wie die Pest, Freunde, wenn wir die leben, dass die wieder aus der Starre rauskommen. Das ist ja eigentlich nur bei dem Frostball sozusagen so. Normalerweise müssten die eigentlich, finde ich persönlich, auch gelähmt bleiben, weil das ist halt der große Vorteil, den gegenüber dem Frost gedönst, dass die halt eigentlich noch, was willst du denn, Junge? Willst du ein Magier-Duell oder was? Können wir gerne machen. Ich hab genug Mana. Spacko. Mal da drüben, okay. Lauf, du Sau. Also das meine ich, ne? Die kommen halt sofort.
müssen wir hier ein bisschen Schwefel noch einsammeln. Du triffst mich doch eh nicht. Gesagt, getan, Freunde. Guck mal, und wenn wir ihn einmal treffen, kommt er sofort aus der Starre raus. Und das ist eigentlich, wie gesagt, nicht so, wie der Skill eigentlich arbeiten sollte. Das ist ein bisschen schade. Weil dann hätten wir auch auf Kälte gehen können, Freunde. Weil Kälte hätte dann einen riesen Vorteil gehabt. Die hätten dann alle in der Umgebung einfach sozusagen eingefroren. Und die hätten dann für, ich glaube, für relativ lange Zeit, 15 Sekunden oder sowas, hätten die ja nichts gemacht. So, hier sieht es aus, als ob hier weitergeht. Aber ich glaube, wir waren insgesamt in den ganzen Raum noch gar nicht fertig. Von daher ist hier links noch jemand. Jo. Ja, hau mich ruhig, Junge. Ich habe genug Bandagen dabei. Ich muss eh nach dem einnehmen. So. 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 Wo waren Bandagen? Auf 9. Wir haben 218. Und wir... Alter, und wir kriegen die richtigen Bandagen, Freunde, mit 800 Leben. Ich meine, wer hat denn bis jetzt 800 Leben? Wie willst du bis hierhin 800 Leben haben, Mann? Wir sind bei 750 und haben uns schon eigentlich relativ stark im Leben orientiert. So, das Problem ist, waren wir jetzt hier durch? Ich bin mir da nicht sicher, Freunde. Wie können wir uns das nochmal hier die Abkürzung nehmen? Ich glaube, hier sind wir nämlich zum Beispiel gar nicht rübergesprungen. Und da links sehe ich auch noch... Ja, ne, wir waren noch nicht durch, Freunde. Also wenn schon, denn schon, Jungs. Wenn die Erweiterung schon relativ kurz ist, dann wollen wir wenigstens weg mit dir. Dass wir uns wieder lass mal einen langsamen Angriff machen. Du stirbst einfach dabei, wenn du einen langsamen Angriff machst. Einfach doof da, Freunde. Alter Schwede, Jungs. 130er Rüstungsschild? Gar nicht schlecht, glaube ich. Und wieder 7 Bandagen. Wer braucht denn so viel? Wie willst du jemals die ganzen Bandagen hier loswerden? So, hier waren wir, glaube ich. Hier waren wir, glaube ich. Wir können mal ernsthaft nochmal hier zurückgehen. Hier haben wir, glaube ich, auch sogar schon... Ah, ja. Ja. Ah, hier den Winkel nochmal tun. So, komm. Das Schöne ist, der lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen, ne? Der macht dann wirklich seinen einen Feuerball, obwohl ich schon mit einem Zorn von Innos vor ihm stehe. Der juckt den gar nicht. Und ich glaube, sind wir nicht hier despawned? Hier sind wir despawned, Freunde. Ah, okay, wir sind hier durch. Cool. Jetzt müssten wir theoretisch hier die Abkürzung nehmen. Können wir aber nicht, also müssen wir wieder zurück. Und das Wichtigste ist, jetzt abspeichern, weil ich schon mich irgendwo in der Lava sehe hier gleich. Pass auf. Warte mal, können wir den hier aktivieren? Ja. Übrigens auch, normalerweise im Hauptspiel gab es ja keine Aktivierungsmechanik für das Ding, ne? Also wurde einfach gemacht und du konntest schneller laufen. Jetzt haben sie ja hier irgendwie sowas eingefügt. Außerdem, ihr seht auch die Runen. Den jetzt sozusagen von rechts nach links weg. Ne, also... Sonst normal von oben nach unten, jetzt von links, von rechts nach links. Also die Zeit sozusagen, wann du die wieder einsetzen kannst. Keine Ahnung, warum sie es so gemacht haben. Kann man vielleicht besser sehen. Oh, wir sind jetzt... Wo müssen wir hin? Hier irgendwo durch. Scheiße. Ja, da läufst du einmal falsch, Freunde, und schon... Ne, hier. Aha! Ihr Säcke. So, weiter geht's. Ne, jetzt ist die vierte wieder fertig. Und habt ihr gerade gesehen, ne? Also ihr macht jetzt irgendwie... Hi, Goblins! Ist nicht dein Ernst. Nach Skelett-Feuermagiern kommen jetzt Goblins. Und ihr seht selbst, die Typen halten alles überhaupt nichts. Ach komm, ich mach ich so mit Mana. Zack, nochmal einen für die Großmutti hinterher. Zack, zack, zack. Haben wir eigentlich Mana-Tränke irgendwo im Inventar? Nee. Wir haben immer noch, wir müssen das mal umändern. Das ist ja alles echt so übernommen hat, wie es quasi wie bei Arcania letzte Folge ich das sozusagen eingestellt habe. Wir brauchen auf jeden Fall nicht so schnell die Essenz der Unsterblichkeit. Wir brauchen eher Mana. Und zwar so um die 300. Haben wir sowas? 6. 6? Wie soll ich so 600 Mana haben? Wo ist denn da der Sinn, Freunde? Alter Schwede, minus 80 Lebenspunkte Regeneration. Was ist das denn? Wo ist denn hier mal... Da, 350 Mana. 36 Dinger davon. Nice. So, nehmen wir mit. So. Oh. Oh, oh, oh. Ja, oh Gott. Okay, Jungs, also wir merken uns. Warte mal, Slots, wir machen das folgendermaßen. Wir laufen hier hin und merken uns, wir können hier nach rechts lang laufen. Und nach links. Und wir waren hier in der kleinen Höhle. Was ist das denn? Hey, cool. Nö, statt die irgendwo zu verstecken, Freunde, können wir auch einfach alle diese Drosselwurzel in einem Fleck machen. Das ist cool. Freut mich. So, ja, laufen wir mal nach rechts. Aber ich denke, hier wird es einmal kurz rumgehen. Hi. Du kannst auch mal ganz gut gelähmt sein. Ich bin jetzt mal einen anderen Schamani rum.
Du sollst gelähmt sein. Mal schön vorbeigejumpt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Arcania für, was weiß ich jetzt, was sind das jetzt, ungefähr 10 Minuten oder sowas mal spielt, dann muss ich sagen, dann macht es auch irgendwie relativ Bock. Ne, jetzt nicht so wie andere Spiele, aber, also nicht wie die meisten anderen Spiele, ne, aber es macht dann irgendwie schon Bock. Ich hoffe, das merkt man auch beim Zusehen, oder hat man auch beim Zusehen sozusagen. Den Bock quasi zu gucken, was hier weitergeht. Ich meine, nicht... Ich meine, so richtig spannend wird es halt nicht, wenn jetzt hier einfach nur irgendwie einzelne Goblin-Schamanen rumstehen. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Alter, ich habe mich komplett verirrt. Aber jetzt mal so richtig. Sehe ja nicht mehr durch. Was ist das denn? Ach, wieder 5 Drosselwürze. Klar, na logisch. Nur Scheiße wieder bekommen? Also ich meine, geil sieht es hier schon aus, ne? Richtung Beja-Kult und so. Problem ist halt wirklich, ich habe keine Ahnung mehr, wo wir jetzt waren, wo wir jetzt hin müssen. Das Ushi Yiki. Ja, wir kennen das nicht, Freunde. Ein Amulett. Mia mit Fernkampf, Freunde. Ich glaube, wir haben da ein besseres, ne? Nee, oh Gott. Okay, wir haben noch ein altes. Das ist das Problem. Wir hatten noch kein neues gefunden. 50 Leben, 40 Rüstung. Ja, viel besser als das Ding. Da hatten wir auch Fernkampf drauf. Hauen wir rein, Freunde. Hauen wir rein. Außerdem kriegen wir jetzt nochmal... Noch mehr Nahkampfkraft, das ist natürlich auch ganz gut. So, sag mal, wo ist denn jetzt hier mal Ende im Gelände? Also wir müssen... Ach, scheiße, hätten wir auf die Karte gucken können. Wir müssen nach hier hin. Fuck. Wir müssen komplett zurück, um nochmal... Ach, Mann, ey. Für uns, ne? Tolle Folge. Müssen wir wieder irgendwie ständig irgendwie in die falsche Richtung laufen. Aber pass auf, wir werden es hinkriegen. Also, wir müssen hier dann irgendwann rauskommen. Was war hier? Ja, die dritte Hähnchenkeule, du. Ja, ich Bock drauf. Ne, eigentlich nicht. Ich hab grad gegessen. Da hast du ja nicht so wirklich Bock drauf. Übrigens, was ihr nicht machen dürft, habe ich heute gemacht nach der Arbeit. Was ihr nicht machen dürft, aber das kennt ihr sicherlich. Vollkommen hungrig. Vollkommen. Also würde ich so wohl sagen, Alter, ich will sofort was zu essen haben. Ach ja, was haben wir hier für einen Raum vergessen? Pass mal auf, mein Duda. Wir machen erstmal den Magierplatz. Vollkommen hungrig. Einkaufen zu gehen. Beschissene Idee. Ihr kauft Sachen. Fein kauft ihr auch teilweise Mengen. Was bei meinem Problem immer ist, ich kaufe immer gerne so einen Salat. So einen fertigen, weißt du? So viel, was weiß ich, 1,50 oder 2 Euro oder sowas, ne? Und hau mir das dann abends meistens noch rein, weil ich meistens nach der Arbeit dann irgendwie einmal ordentlich esse und dann abends halt noch längere aufbleibe. Und dann zum Beispiel hier Let's Play. Und dann irgendwie nochmal 100 kriege. Und wenn ich dann nochmal ordentlich esse, dann ist das mit dem Abnehmen und so weiter nicht wirklich sinnvoll. Ne, funktioniert das nicht. Aber ein Salat ist ja okay, wenn das jetzt nicht unbedingt der gesündeste Salat ist. So, das Problem ist aber nur, die Dinger sind immer nur so ein paar Tage haltbar. Also wenn du es kaufst, hast du irgendwie so 3-4 Tage maximal Zeit. Dann ist das Ding abgelaufen. Und ich denke mir dann immer so, ey. Ne, sagen wir mal, in 3 Tagen wird das Ding abgelaufen. Ey, heute ein, morgen ein. Die Goblins waren schon tot, okay. Also die Skelette kämpfen auch gegen die Goblins, auch nicht schlecht. Und dann holst du, dann hast du so, ja, hast du heute einen, morgen einen, übermorgen einen, holst du 3. Beschissene Idee, weil du hast nicht immer, also bei mir ist es jedenfalls so, du hast nicht immer Bock auf Salat. Ne, und dann sitzt du halt da und denkst du so, scheiße, ja, hast du wieder irgendwie 2 Euro umsonst ausgegeben, weil du nur 2 in 3 Tagen gegessen hast, oder teilweise 1 in 3 Tagen, ne. Und... Bei Salat, da siehst du auch teilweise schon, wenn die halt mal so 3-4 Tage abgelaufen sind, wenn du sie irgendwann wieder im Kühlschrank findest, das passiert bei mir übrigens auch relativ oft, da findest du einfach mal wieder ein paar Sachen, wo du denkst, ey, da, was ist denn das? Hast du unten ins Fach reingeräumt, wo normalerweise irgendwie der Alkohol oder sonst was drin ist? Alter, was ist das denn gewesen? Ist das Salat? So, dann ist das Ding irgendwie 5 Tage abgelaufen und dann siehst du es auch schon so ein bisschen. Und dann willst du auch nicht mehr essen, Freunde, ne? Dann hast du, wie gesagt, wieder umsonst gekauft, ist immer doof. Ne, und außerdem vor allem nicht nur, dass du es umsonst gekauft hast, weißt du, scheiß auf die 2 Euro. Aber du weißt halt genau, Alter, du hast dir eigentlich damals ja irgendwie im Netto, kannst du mal so sagen, ne? Im Netto hast du dir eigentlich vorgenommen, Alter, du wolltest jeden Tag abends Salat essen. Und wenn du dann überlegst, was du sonst gegessen hast, ja, ne? Das war dann keine Salat. Das war dann zwar leckerer, aber es war kein Salat. Das ist immer so ein bisschen ein Problem. Also nie mit vollem Magen einkaufen gehen. Oh, alles klar, Jungs. Nächste 2 an Waffe 67 Nahkampfschaden. Nur mal so, wir machen gerade mit unserem Zorn des Inneres irgendwie was mit 40.
60 Rüstung, 50 Leben. Das Problem ist, wir haben keinen Buy-Effekt. Wir können das aber trotzdem mal annehmen. Ich finde, das Problem ist, unser Feuerschaden ist halt unglaublich stark. Ne, also Inner Sword, nur mal so kurz als Frage, macht 43 Schaden. Aber ich würde halt super gerne mal eine neue Waffe benutzen. Weiß nicht, wie es euch geht beim Zugucken, aber meine Inner Sword ist schon echt geil, aber ich weiß nicht. Es lebt halt gerade einfach nur davon, dass wir halt diesen Bonus-Effekt haben mit 250 Schadenspunkte in 4 Sekunden. So, wo jetzt ist wieder die Frage, wo muss man jetzt hin? Ich sag einfach mal links. Ich laufe jetzt mal links lang. Morgen! Alle mal aufstehen. Der eine ist wach, der andere nicht. Geil übrigens. In der Starre können die aufstehen. Okay, man sieht auf jeden Fall, dass die jetzt, was wir jetzt ordentlich mehr normalen Schaden machen sozusagen. Aber dass sie halt jetzt nicht irgendwie nachbrennen oder so, ne? Also wir müssen wirklich, wenn die noch 10 Lebenspunkte haben oder sowas, dann müssen wir sie wirklich nochmal treffen, damit sie auch wirklich sterben. Ansonsten war immer klar, die brennen zu Tode. Ne, die musst du nur ein paar Mal... Ach, du Scheibenkleister. So, Jungs! Drauf da! Aua! Die Rückwärtsrolle, die sehen, Freunde. Alter, oh, hier ist ein Häuptling, der ungefähr einen Schlag mehr aushält. Geil. Hier, das meine ich. Normalerweise würde jetzt zu Tode brennen, aber was soll's. Wisst ihr was? Die gibt mir auch bei der richtig auf den Sack. Aber wenn mir nochmal viel mehr auf den Sack geht, ist der Typ hier oben, Alter. Der Einzige, der mir ordentlich Schaden gemacht hat. Und übrigens, Jungs, jetzt haben wir auch über 800 Leben. Aber jetzt machen die Tränke auf jeden Fall auch Sinn. Noch nicht wirklich, weil wir, wenn wir einen 800er Trank einnehmen und den voll ausschöpfen wollen, dann müssten wir weniger als wie viel? 65 Leben haben. Das ist schon krass. Also mit 65 Leben, da hast du... Mann, warum ist da Fernkampf drauf? Warum ist da nicht irgendwas anderes drauf? Zum Beispiel Rüssi oder so. Dann wäre der echt gut. Oh, neue Einerwaffe, Freunde. Mana, Magiekraft und wieder Fernkampf. Warum immer Fernkampf? Oh, nee, und das wäre so eine... Oh, das ist so eine Einhandwaffe, die halt, die wieder die Lebenspunkte zurückgibt. Oh, sowas brauche ich. I need that. Ich brauche das genau in zwei Händen, Freunde. Dann haben wir wieder unsere OP-Waffe. Die ist dann wieder sowas von krass. Könnt ihr euch noch daran erinnern, im Hauptspiel, wo wir die einmal hatten, wo wir die teilweise nicht ausgetauscht haben, obwohl wir stärkere Waffen bekommen haben, aber die war einfach... Wir konnten einfach, wenn Gegner noch da waren... Und wir bei den Gegnern ran standen. Also jetzt nicht so, als ob wir irgendwelche Fernkämpfer uns die ganze Zeit beschossen haben, sondern wenn wir halt irgendwie in eine Truppe reingerannt sind, dann konnten wir nicht sterben, Freunde. Warum ist hier alles mit beschissen Fernkampf, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Übelst geiler Ring eigentlich. Mana Magiekraft 45 beim Ring. Ich meine, wir können mal ernsthaft gucken, was wir haben. Ah, wir haben schon einen neueren. Okay, cool. Aber, ach, bitter. Bitter, Freunde. So, was haben wir hier? Der nächste Ring. Okay, der ist scheiße. Der ist einfach nur scheiße. So, dann... Ah, hier ist raus. Ne! Cool. Wollen wir kurz nochmal zurücklaufen? Müssen wir nämlich noch diese Höhle hier einmal fertig machen. Und zwei erreicht für die beiden hier. Wusste nicht, dass da hinten die auch noch angegriffen werden gleichzeitig. So, komm her mal du da. Weiß man hier noch platt. Ich muss noch nicht mal raufsteigen zu dir. Ich habe so eine Reichweite mit dem Ding hier, mit der Hellebarde. Da reicht jetzt schon so. So, und ich denke mal, dann haben wir auch die Hülle wenigstens in der Folge geschafft. Das ist hier ein bisschen Klopapier haben wir auch bekommen. Die Montagen sehen echt aus wie Klopapier, Mann. Aber was soll's. So, da hinten waren noch ein paar, glaube ich. Wir sammeln natürlich wieder alles ein. Die Kräuter-Omi ist auch wieder am Start. Obwohl wir gar nicht so viele Kräuter bis jetzt gefunden haben. Finde ich jetzt auch draußen, wo wir jetzt am Anfang gleich draußen waren, ne? Die erste Folge. So viel war das gar nicht. Es kommt mir irgendwie vor, ob es ein bisschen weniger war als im Hauptspiel. Was gar nicht so schlecht ist. Ne, verkürzt so ein bisschen die sinnlose Zeit, wo man einfach die ganzen Kräuter irgendwie zusammensucht und einfach nur aus dem... Also ich mache das so sozusagen aus dem Interesse her, so von wegen erstens, was gibt's da überall? Ne? Also welche Kräuter gibt's und was können die vielleicht so, ne? Und natürlich können wir die später noch irgendwie anwenden. Braucht man die später wirklich noch? Ja, und natürlich theoretisch eigentlich auch, das habe ich damals auch schon erzählt bei Tanja. Aua, ich bin hier aus. Ah! Jetzt zwei oder was? Oh.
Oh ja, ein bisschen Schaden bestimmt mal, ne? Ja, das sind zwei. Hör mal auf hier. Alter, bei über 300 Leben... Oh, das ist übelst gestockt. Bei über 300... Wir speichern mal lieber ab, bevor er die Aufnahme abbricht. Irgendwie, für warum auch immer. Bei über 300 Leben... kriegen wir schon einen roten Bildschirm. Krasser Scheiß, Alter. Also 300 Leben ist halt noch echt viel für uns eigentlich. Aber was soll's. So. Alles wieder einsammeln. Ist eh nur Schwachsinn. Ich kann es auch nochmal ganz kurz... Sammeln wir nochmal einen hier? Ja. Ganz kurz zeigen, was wir mal kriegen. Wir kriegen halt immer ein bisschen Gold und Stockfisch. Was uns 15 Leben gibt. Was halt voll für eine Arsch ist, Freunde, ne? 15 Leben. Was ist 15 Leben bei 800, wenn du beim... Was weiß ich, wenn der Magier einen Schuss macht, verlierst du irgendwie gleich mal 100 Leben oder sowas. Dann müsstest du so viele Fische essen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber was soll's. So, was haben wir denn hier noch? Eine Kiste. Aha. Boah, ist ein schlechtes... Alter, was kriegen wir denn hier teilweise jetzt für Amulette und so? Die sind ja richtig kacke, Mann. Die kannst du ja nicht mal ansatzweise benutzen. Duellierschwert, irgendwelche ramponierten Schilde und die Trizauber des Kampfmagiers. Klingt nicht schlecht, Freunde. Wir sind Kampfmagier. Das ist quasi unser Job. Unsere Jobbeschreibung. Gucken wir nochmal, was hier drin ist. Nur Schwachsinn. So. Jetzt will ich nochmal gerne nachgucken hier, Freunde. Das ist die Trizauber und das war erhabene Heiltränke. Scheiß auf die erhabenen Heiltränke. Trizauber, wo bist du? Wir können ihn sogar bauen. Was kann das Ding? Was ist das denn? 70 Rüstung, 30 Fernkampf? Was, warum ist denn... Mann! Ich meine, nur mal so, ne? Wir haben immer noch diesen komischen Dings hier an und der hat 120 Rüstung, der komische Segen. Und der wurde schon genervt, Freunde, ne? Das ist ja schon die genervte Version. Die geile, Originalversion ist ja noch mit 80 Lebenspunkte Regeneration. Was halt komplett OP war, eigentlich, aber was soll's. So, hier ist Ende im Gelände, aber warum ist hier kein Gegner? Kommt mir ein bisschen Spanisch vor. Aua, die nochmal zur Seite, Mann. Irgendwas war hier. Spitzhack. Kommt mir echt ein bisschen Spanisch vor, Freunde. Warum ist hier keine Sau? Also hier hätte ich jetzt normalerweise eigentlich einen etwas größeren Endgegner erwartet, aber... Und vor allem irgendwas, eine Truhe oder sowas. Hm. Ist gar nichts. Also entweder bin ich blind oder hier ist echt gar nichts. Was soll's, wir gucken mal erst noch auf die Karte, ob wir überall waren. Ja, so halbwegs, ne? Wir müssen jetzt da hinten eigentlich erstmal raus. Hier waren wir überall, ne? Wo jetzt hier? Waren wir hier schon? Nee. Dort langsam sehe ich ja auch nicht mehr durch, Freunde. Was ist das denn? Göttliches Elixier der Arkanen macht... Boah, 180 Mana-Regeneration für 30 Sekunden und 25 Magiekraft für 60 Sekunden. Der Trank ist doch mal geil, Freunde. Der hat nämlich keinen negativen Effekt. Die meisten Mana-Tränke haben irgendwie positiven. Aha, wir waren hier anscheinend doch schon, haben aber nur die Hälfte mitgenommen. Auch geil. Ja, hier waren wir schon. Das kann ich mich noch daran erinnern. Wir müssen jetzt theoretisch... Ich glaube, wir laufen jetzt gerade voll den falschen... Also voll den langen Weg lang, sozusagen. Wir müssen doch jetzt theoretisch genau hier runter. Noch ein bisschen Schwefel. Hier sind irgendwie ganz relativ viele Drachenschädel, als ob hier irgendwie mal... Also in dieser Höhle, dass so viele Drachen hier gestorben sind, das kann ich mir nicht ganz vor... Also das macht irgendwie keinen so richtigen Sinn, oder? Freunde, ich meine, ihr habt es ja vorhin gesehen, wo wir jetzt in diesem einen einzelnen Raum waren, wo wir denken, eigentlich, da müsste eigentlich jetzt nochmal was Richtiges sein oder so. Da war jetzt... Ach komm, scheiß auf die dritte Hähnchenkeule. Die nehmen wir eh nicht ein. Aber wie gesagt, ne, so viele Drachen in der kleinen Höhle hier... Aber was soll's. So, Jungs, und hier kommen wir raus. Da hinten sehen wir schon den ersten Gegner, der sich durch die Karte backt. Und ich würde sagen, wir gucken mal auf der Karte, wo wir sind. Ja, wir sind eigentlich im Endeffekt einfach nur ein bisschen südlich von da, wo wir dann quasi aufgehört haben. Von dem Lavastrom. Und was hier jetzt kommt, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis denne!